Ich höre oft von Leuten, dass ihre Rente, ihre Altersvorsorge sie eigentlich überhaupt nicht interessiert. Sie finden das Thema total langweilig und unsexy. Und ganz ehrlich, ich kann das verstehen. Ich kann das verstehen, dass gerade bei jüngeren Menschen, die eben noch das ganze Leben vor sich haben, die Gedanken nicht um die Altersvorsorge und um die Rente kreisen. Das ist vollkommen nachvollziehbar. Doch es sollte vielleicht, wenn es bei dir ähnlich ist, mal an der Zeit sein, dass du das Ganze aus einer anderen Sichtweise betrachtest. Du solltest nicht an die weit entfernte Zukunft, an die Rente, vielleicht an deine Großeltern oder deine Eltern, je nachdem wie alt du bist, denken und dass dir ja noch so viel Zeit bleibt, sondern du solltest es anders sehen. Du solltest dir verdeutlichen, dass es nicht darum geht, ausschließlich was für die Rente zu machen, sondern es geht darum, im heutigen Hier und Jetzt einen Teil deines Geldes, was du verdienst, nicht auszugeben, nicht unter die Leute zu bringen und auf den Kopf zu hauen, sondern dass du es dir wert bist, einen Teil deines Geldes, deines Gehaltes, deines Einkommens zur Seite zu legen. Weil du eben diszipliniert bist und mit deinen 100%, die du einnimmst, nicht jeden Monat auf 0% bist, sondern zum Beispiel 10 oder 20% in der Lage bist, jeden Monat zu behalten, bei dir. Und natürlich macht es Sinn, wenn du das eine Weile lang tust, weil sich ja eine gewisse Geldsumme aufbaut, dieses Geld dann auch irgendwo zu investieren, dass es für dich arbeitet, dass es angelegt ist und dass es Zinsen bringt. Und dann sind wir nämlich irgendwo in einem Modell, wo es darum geht, dass Geld für dich arbeitet und in einem Bereich des Vermögensaufbaus, im Bereich der Geldanlage. Ob wir das Ganze jetzt Altersvorsorge, sprich später für das Alter verwenden oder eben auch für die nähere Zukunft, für größere Kaufziele, die du vielleicht hast oder Wünsche, die du hast, steht erstmal auf einem anderen Blatt. Es geht erstmal grundsätzlich darum, dass du dir klar machst, du arbeitest, verdienst Geld und du solltest es dir wert sein, jeden Monat einen Teil dieses Geldes nicht auszugeben, sondern bei dir zu behalten. Und wenn du das eine Weile tust, das natürlich dann auch möglichst gewinnbringend anzulegen. Und so funktioniert Vermögensaufbau. Nur so. Egal wie vermögend manche Menschen sind, es ist immer das gleiche Thema. Es kommt das Einkommen rein und vermögend kann nur derjenige werden, der es schafft, nicht alles oder sogar mehr auszugeben, sondern einen Teil davon beizubehalten und das entsprechend wiederum sinnvoll zu investieren und anzulegen. Und wenn du das einmal verstehst und weg von dem Gedanken Rente und Altersvorsorge kommst und hin zum Thema Sparen, Investieren, Vermögensaufbau, kannst du vielleicht zu diesem ganzen Thema eine andere Sichtweise bekommen und findest darin mehr Wichtigkeit und mehr Spaß in dem Thema. Und ich kann dir sagen, es wird sich auch für dich sehr, sehr gut anfühlen, wenn du das einmal ordentlich aufgebaut hast, dir einen Plan gemacht hast, was kommt rein, wo geht was raus, wie viel kannst du dir es leisten, zur Seite zu legen. Und dann baut sich über einen gewissen Automatismus über die Jahre immer mehr auf und immer mehr auf. Und trotzdem heißt das ja nicht, dass du auf deinen Urlaub verzichten musst oder auf das neue Auto oder was auch immer du dir vorstellst. Die Lösung darin liegt letztendlich einfach darin, dass du dich mit deinen Finanzen auseinandersetzt und dass du dir klare Budgets setzt, klare Verteilungen. Und dass du eben auch daran denkst, dass du auch eine Langfristigkeit dabei berücksichtigen musst und dabei eben der Vermögensaufbau eine große Rolle spielt. Und nur wenn du das schaffst, bist du es auch wert bzw. hast es verdient, Zinsen einzusammeln. Weil wer natürlich über kurze Zeit sein Geld nur in der Lage ist, zur Seite zu legen, um es dann beim nächsten Konsumbedürfnis direkt wieder ausgeben zu wollen, der kann mit Zinsen nicht sonderlich viel erreichen. Deswegen ist es wichtig, dass du eine langfristige Sicht, eine mittlere und eine kurzfristige Sicht hast. Und all das, die Grundlage von all dem ist letztendlich, dass du deine Finanzen mal einmal ordentlich sortierst. Und ich kann das ja vollkommen verstehen. Sein Gehalt jeden Monat oder sein Einkommen jeden Monat irgendwo auszugeben, schöne Dinge zu erleben, macht Spaß. Ja. Aber ich kann dir sagen, es macht noch mehr Spaß, wenn du das bewusst tust, weil du weißt, du kannst es dir leisten. Weil du weißt, vom Einkommen am ersten eines Monats geht direkt, sagen wir mal, 20% in eine sinnvolle Investitionsgeldanlage, wie auch immer. Es spielt jetzt in dem Moment keine Rolle. Und die übrig bleibenden 80%, ja, die darfst du auch nach Herzenswünschen ausgeben. Mach das gerne. Das fühlt sich nämlich viel besser an. Das ist zwar weniger, aber es fühlt sich viel besser an und du kannst damit genauso gut leben, weil du weißt, immer 20%, jetzt im Beispiel, gehen zur Seite und die legst du für dich, für deine Person oder für dich in der Zukunft entsprechend an. Dann macht Konsum noch viel mehr Spaß. Und das ist das, was ich bei unseren Kunden, bei den Menschen, die auf uns zukommen, mit vielen Finanzfragen immer wieder erlebe. Dass es oftmals keinen Plan gibt, keine Struktur gibt, dass wir die dann aufbauen und dass wir gucken, welche Geldanlagen sind vielleicht schon da, wo hängt noch so dieses unattraktive Etikett Rente dran. Dann durchleuchten wir das und gucken uns an, ob das denn wirklich angemessen und sinnvoll ist und finden heraus, inwieweit wir das Ganze so umbauen, dass auch du dich nach einer Beratung und einem klaren Konzept richtig wohl damit fühlst. Und das höre ich immer, immer wieder. Wenn wir mit den Menschen ein paar Gespräche gehabt haben und alles durchleuchtet haben, dann sind die glücklich.
und freuen sich darüber, das Thema endlich angegangen zu sein. Und wenn du entweder das Thema Rente bzw. Vermögensaufbau, wie wir gerade gelernt haben, bisher seit vielen Jahren vor dir herschiebst oder du vielleicht auch schon ein paar Verträge hast, aber das Thema so langweilig findest, weswegen du dich überhaupt gerne gar nicht damit auseinandersetzen willst und hoffst einfach, dass das irgendwie schon laufen wird, dann sage ich dir, es ist allerhöchste Zeit, dass wir das mal einmal aufbereiten, dass wir mal einmal Klarheit reinkriegen und dass du für dich ein Update hast dahingehend, was im Moment bei dir letztendlich in den Verträgen bzw. in deiner Finanzsituation los ist und wie du das für die Zukunft viel besser machen kannst. Wenn du weißt, du musst das Thema mal anpacken und möchtest, dass wir dir dabei helfen, dann reiche ich dir gerne die Hand. Geh auf unsere Homepage www.tappeconsulting.de, guck dir unsere Seite an, informier dich über uns und wenn du willst, buche ein kostenloses Erstgespräch. Und in dem Gespräch fassen wir mal die Ist-Situation auf, gucken, wo geht das Geld hin, sagen dir auch ganz klar und direkt, was macht Sinn, was macht keinen Sinn und werden es auch für dich schaffen, so wie wir es sehr, sehr oft schon geschafft haben, dass du am Ende aus diesem Gespräch mit einer riesigen Zufriedenheit rausgehst, weil du endlich wieder die Kontrolle hast. Und dieses Gefühl würde ich mir für dich auch wünschen und wenn du das möchtest, dann wie gesagt, melde dich bei uns. Ich freue mich auf dich, dein David.